Im Deutschunterricht für Geflüchtete geht es um die Ergebnisse der Wahl in Brandenburg. Lehrerin Karin Friedrich erzählt, dass die rechtsextreme Partei AfD zweitstärkste Kraft geworden ist. Ich habe hier mal eine Übersichtskarte von Brandenburg. Hier überall, wo rot ist, hat die SPD gewonnen. Blau, die AfD. Die Geflüchteten leben in Groß-Schönebeck, einem kleinen Dorf etwa 50 Kilometer nördlich von Berlin. 40% haben hier für die AfD gestimmt. Zeynep Arsunkaiwa sorgt sich um ihren Sohn. Er sagt, wenn das AfD kommt, dass wir müssen raus in Deutschland gehen. Er hat immer Angst dafür. Die Deutschkurse werden vom lokalen Willkommensteam organisiert. Seit 2015 kümmert sich die Initiative um die Integration von Geflüchteten, wie bei Familie Mifflé, die aus Syrien geflohen ist. Sie waren erst die unsere große Hilfe und jetzt sie sind unsere Freunde. Wir feiern mit ihr euren Geburtstag und sie feiern mit uns. Iman und ihr Mann haben sich ein neues Leben in Deutschland aufgebaut. Beide arbeiten in einer Bäckerei in einem Nachbardorf. Die hohen Zustimmungswerte für die AfD machen Iman Sorgen. Muss man ernst nehmen. Ich denke manchmal nach, wenn so passiert soll oder muss, immer nach meinen Kindern. Sie sind hier gewachsen und ich weiß nicht, das ist schon schwer zu erklären. Nicht alle in Groß-Schönebeck sind besorgt über die Wahlergebnisse der AfD. Naja, ich bin ehrlich, ich habe auch die AfD gewählt. Mich stört das eben, wie gesagt, die Ausländer hier in Deutschland und alles, das muss nicht sein. Wir haben mit uns selber zu tun in unserem Land. So sehr Sorgen mache ich mir da nicht, weil viel ändern wird sich da jetzt eigentlich nicht. Das, was Sie versprechen, was Sie sagen auf den Wahlplakaten, da muss ich ja zustimmen. Ich habe mich natürlich nicht getraut, die zu wählen. Andreas Zeitler ist der Bürgermeister in Groß-Schönebeck. Er sagt, die Migration sei nicht der Hauptgrund für die Popularität der AfD. Das wird jetzt nicht unbedingt immer an den Geflüchteten liegen, sondern eben an der allgemeinen Unzufriedenheit. Und mit der Unzufriedenheit vielleicht mit unserer unserer Regierung, die wir jetzt haben, da kommt eine ganze Menge einfach zusammen. Das Willkommensteam lässt sich davon nicht entmutigen und setzt sich weiterhin für ein friedliches Miteinander ein.